David is an example of one of the greatest authentic worshippers in the Bible. David ist ein gutes Beispiel für einer der aufrichtigsten Anbeter Gottes in der Bibel. From his young age. Vom jungen Alter. The Bible tells us that even though he was in the field taking care of the sheep. Sagt uns die Bibel, obwohl er auf dem Feld war und sich um die Schafe gekümmert hat. David had his harp. Hat er seine seine Harfe. He was a worshipper. Er war ein Anbeter. He is an example of somebody who offered authentic worship to God. Er war ein Beispiel davon von jemandem, der aufrichtige Anbetung zu Gott gegeben hat. And this worship touched God. Und seine Anbetung hat Gott berührt. Is your worship touching God? Berührt deine Anbetung Gott? This is a question we need to ask ourselves. Is my worship touching God? Das ist eine Frage, die wir uns selber stellen müssen. Berührt meine Anbetung Gott? I want to touch the heart of God. Ich möchte das Herz Gottes berühren. And I encourage us to touch the heart of God. Und ich ermutige uns, das Herz Gottes zu berühren. David, he had practiced and he had mastered the art of worshiping God. David hatte die Kunst, Gott anzubeten, gemeistert. To an extent when Saul needed help. Zu dem Punkt, dass als Saul Hilfe brauchte. When the Bible says the Holy Spirit, the Spirit, an evil spirit was upon him. Ein schlechter Geist war über ihm. In Samuel, 1 Samuel 16:16, they say this. Im 1. Samuel 16, Vers 16 steht: Let our Lord now command your servants, which are before you, to seek out a man who is a cunning player on an harp, and it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well. 1. Samuel 16, Vers 16: Unser Herr sage seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe wohl spielen könne, auf dass, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand spiele, dass es besser mit dir werde. Now, you read in this verse. Also, du liest in diesem Vers. This English says, when the evil spirit from God. Auf Englisch steht der böse Geist. Evil spirit from God, der böse Geist Gottes. Just note that we're going to see something about that. Also notiert euch das, wir werden etwas darüber sagen. In my version it says when the distressing spirit from God. Und in meiner Version steht die der Geist Gottes, der nicht bei allen Sinnen war. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. Is the spirit of God evil? Ist der Geist Gottes böse? Another question. Does the spirit of God distress us? Bringt uns der Geist Gottes in Bedrängnis? Many of us are saying like this. Okay, we put a comma there. We'll come back there later. Okay, wir werden uns gleich wieder drauf beziehen. But here they say, let's look for a skillful player. Aber hier sagen sie, wir suchen einen talentierten Spieler. I thank God that our praise and worship team, they're growing and they're skillful. Und ich danke Gott, dass unser Lobpreisteam wächst und talentiert ist. When you see Kev playing the drums is skillful. Wenn du siehst, dass Kev das Schlagzeug spielt, merkst du, er ist talentiert. When you see Mac playing the keyboard is skillful. Wenn du siehst, dass Mac das Keyboard spielt, dann ist er talentiert. It is not something they just woke up. And they started being skillful like that. Sie sind nicht auf einmal aufgestanden und hatten diese Fähigkeit. It's taken time of doing it and doing it. Sie haben das wieder und wieder getan. When you see Sister Joyce, Maggie and Tyra, let's just appreciate Tyra. Wenn du Schwester Joyce, Maggie und Tyra siehst, und lass uns einmal Tyra wertschätzen. Yes, let's welcome her in the prison worship. Tell her good work. Lass uns ihn das Lobpreisteam willkommen heißen und sag dir gute Arbeit. Yes, you see, they're doing it more and the more and more they do it, they become skillful. Und je mehr sie das tun, desto besser wird ihre Fähigkeit. So you say, they say, let's look for a skillful player. Also sie haben gesagt, lass uns einen talentierten Spieler suchen. David's skill as a musician.
Davids Talent als Musiker is expressed in 2 Samuel 23 verse 1. Das wird in 2. Samuel 23 Vers 1 gezeigt. Actually, they say here they say it very well. Hier steht das sehr gut geschrieben. He says where he is called the sweet psalmist of Israel. Da wird er der süße Samuel Israels genannt. The sweetest psalmist. Psalm. He wrote the psalm. Ach so, die süße Person, die die Psalm geschrieben hat. Amen. Amen. He was somebody who was skillful. Er war jemand, der die Fähigkeit hatte oder die Geschicklichkeit. In other words, he had a reputation of doing it, what he was doing, even playing and writing the psalms and singing, he was doing it in a skillful way. Und er hatte auch die Fähigkeit, die Psalmen auf eine geschickte Art und Weise zu schreiben. Und er hatte diesen Ruf. But, to be able to do that, aber um in der Lage sein, so etwas zu tun, he had spent time investing, to become better. Da hat er Zeit investiert, um besser zu werden. Amen. Amen. He had invested time to become better. Er hat Zeit daran investiert, um besser zu werden. The new international version, und in der neuen internationalen Version calls steht, him the hero of Israel's songs. Er ist der Retter von Israels Liedern. And the message version of the Bible says, und die Message Version von der Bibel sagt, he was Israel's most popular singer. Er war Israels beliebtester Sänger. How many of us want to be popular? Wie viele von uns möchten beliebt sein? Popular is bekannt. Wie viele von uns möchten bekannt sein? No one wants to be popular. Fatima, you don't want to be popular? Keiner möchte bekannt sein. The only person who's lifting their hand is Nino. Nino wants to be popular. Die einzige Person, die ihre Hand hebt, who else wants to be popular? Nino. Wer möchte noch bekannt sein? Okay. Sister Joyce is already popular. Schwester Joyce ist sowieso schon bekannt. But let me tell you one thing. Aber lass mich dir eine Sache sagen. Better be known as a popular person by pleasing God than doing anything else. Sei lieber eine bekannte Person dadurch, dass du Gott dienst, als durch irgendetwas anderes. I want to be popular. Ich möchte bekannt sein. But I want to be popular known as somebody who is serving God, somebody who is pleasing God, somebody who is reaching out with the word of God and touching and changing the lives of people, nothing else. Ich möchte bekannt sein als Person, die Gott dient, die Gott gehorcht und die durch Gott die Menschen anderer Leben verändert. Yeah, those people, like Paris, who are active in Twitter and Instagram. I don't know if you are there. It's just an example. Also Menschen, no offense. Menschen wie Paris, die aktiv auf Twitter und Instagram sind. If you are going to be popular on Twitter. Wenn du auf Twitter bekannt bist. If you are going to tweet. Wenn du tweeten möchtest. If you are going to put anything on X. Wenn du irgendwas auf X schreibst. What else? Facebook. Oder Facebook. Which one then? If you want to TikTok. Oder wenn du auf TikTok bist. What else? Instagram. Yeah. What else? There's several. Snapchat. Yeah. Snapchat. Snapchat. Okay. Oh, sweet. Snapchat is that's the one I'm just going to release. Okay. If you are going to be popular there. Wenn du dort bekannt bist. Post things that pleases God. Dann teile Dinge, die Gott befriedigen. Let people know you as somebody who fears God, as somebody who loves God, as somebody who's on fire for God. Hallelujah. Lass Menschen dich kennen als jemanden, der gottesfürchtig ist und der für Gott brennt. 1 Samuel 16, 18. 1. Samuel 16, Vers 18. You realize, even before David started playing before the king, he was known, he was popular. Du realisierst auch, bevor Samuel angefangen hat, für den König zu spielen, war er bekannt und beliebt. He says, one of the young men said, behold, I have seen a son of Jesse, the Bethlehemite, who is a skillful musician, a brave and competent man, a warrior, discerning, prudent, eloquent in speech, and a handsome man, and the Lord is with him. 1. Samuel 16, Vers 18, da antwortet der Jüngling einer und sprach, siehe, ich habe gesehen einen Sohn Isais, der Bethlehemiten, der ist des Seitenspiels kundig, ein rüstiger Mann und streitbar und verständig in seinem Reden und schön, der Herr ist mit ihm.
So before he stepped on the throne, he was already popular. Also bevor er auf den Thron gekommen ist, war er schon beliebt. And somebody was already testifying about him. He's skillful, he's good, he's prudent. Und jemand hat schon ein Zeugnis über ihn gegeben. Er ist fähig, er ist geschickt. Let's go back to that verse because with this I love what it says there at the end. Lass uns zurück zu dem Vers gehen. Ich mag, was er da am Ende sagt. It says at the end of it, and the Lord is with him. Und am Ende steht, und der Herr ist mit ihm. Do you know, for me, that is very, very important. Wisst ihr, dass das für mich sehr, sehr wichtig ist? I got a revelation of that. Ich habe davon eine Vision gehabt. Years back. Erst zurück. 5 years when I was renovating this place. Vor 5 Jahren, als ich diesen Ort renoviert habe. The challenge was great. War die Herausforderung groß. The need was great. Und das Verlangen war auch groß. Just knowing that God is with me changed everything. Aber einfach der Gedanke, dass Gott mit mir ist, hat alles verändert. I knew when God is with me, although it's tough, things will line up according to the plan of God. Und ich wusste, wenn Gott mit mir ist, wird es trotzdem schwer sein, aber die Dinge werden sich so einreihen für den nach dem Willen Gottes. I know when God is with me. Und ich weiß, dass wenn Gott mit mir ist, victory is my name. Ist Erfolg mein Name. Amen. Amen. So make sure God is with you. Also geh sicher, dass Gott mit dir ist. This man testified, and the Lord is with him. He saw that God was with him. Er hat bezeugt, dass Gott mit ihm ist, und er hat gesehen, dass Gott mit ihm ist. When people look at you, what do they see? Wenn Menschen dich anschauen, was sehen sie? Do people say God is with you? Sagen die Menschen, Gott ist mit dir? Look at your neighbor and ask your neighbor. Schau deinen Nachbarn an und frag deinen Nachbarn. Paris, is God with you? Who is with you? God. Okay, that is a quick answer. Are you sure? Yes. Praise the Lord. She is sure. Sie ist sich sicher. They testified, the Lord is with you. Sie haben ein Zeugnis gegeben und gesagt, der Herr ist mit dir. When the Lord is with you, people see the anointing in your life. Wenn Gott mit dir ist, dann sehen Menschen die Salbung in deinem Leben. They saw that David was skillful and the anointing was with him. Die Menschen haben gesehen, dass Samuel oder Saul? David. Dass David geschickt ist und dass Salbung über ihm war. When he was playing the instrument, they could see the anointing of God was with him. Als er das Instrument gespielt hat, haben sie gesehen, der Segen oder die Salbung Gottes ist mit ihm. When he was writing the lyrics, the anointing was with him. Als er die Texte geschrieben hat, war die Salbung mit ihm. By the way, let me just say something. Lass mich kurz etwas sagen. The songs we sing and even the Christian songs. Die Lieder, die wir singen und auch die christlichen Lieder. You always hear people say, "Oh, lyrics is important." Yes. Da hörst du immer, dass Menschen sagen, die Texte sind wichtig, und ja, die Texte sind auch wichtig. But for the instrumentalist. Aber für die Menschen, die Instrumente spielen, skill of playing is important. Die Fähigkeit, die Instrumente zu spielen, ist wichtig. I love playing the guitar. Ich liebe es, die Gitarre zu spielen. I love playing the keyboard. Und ich liebe es, das Klavier zu spielen. There's many times when you're not here, I'm either sitting there and just playing and enjoying and praying. Oft, wenn ihr nicht hier seid, dann sitze ich dort und spiele und bete. When I sit there now and play. Wenn ich jetzt dort sitze und spiele, what will you think? What will you say? Was werdet ihr denken? Was werdet ihr sagen? Pastor, please stop. Pastor, bitte hör auf. You're not skillful there. Du bist nicht, du hast nicht die Fähigkeit, das zu tun. But let me tell you one thing. Aber lass mich dir eine Sache sagen. I know. Ich weiß, inside me, tief in meinem Herzen, I'm anointed to play the keyboard. Ich bin gesalbt, das Klavier zu spielen. When I invest time, und wenn ich Zeit investiere, when I invest time, I'll be good in it. Wenn ich Zeit darin investiere, werde ich gut darin sein. You see, that anointing has been passed down to my son. Und diese Salbung wurde meinem Sohn übergeben. That anointing is in me. It's been passed to him.
Und die Salbung war in mir und sie wurde meinem Sohn übergeben. And he's invested time. Und er hat Zeit investiert. And he continued investing time. He's become good. He's become skillful. Und er investiert weiterhin Zeit und jetzt ist er gut und talentiert. But me, I'm just still there. I know deep inside me I can do it, but I've not invested time. Und ich bin einfach da, aber ich weiß tief in mir, dass ich das trotzdem tun kann. Ich muss einfach die Zeit investieren. So lyrics are important, but skill in playing instruments, it's also important. It plays a big role. Also die Texte sind auch wichtig, aber das Talent, die Instrumente zu spielen, spielt auch eine große Rolle. Samuel 16, Vers 23. And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his hand, so Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand. So erquickte sich Saul und es ward besser mit ihm. Und der böse Geist wich von ihm. You see, this verse, it's being repeated, the evil spirit from God. In diesem Vers wird immer wiederholt, der böse Geist Gottes. And you've agreed with me, the spirit of God is not evil. Und ihr seid mit mir in Übereinstimmung, dass der Geist Gottes nicht böse ist. Now,